Naja, wenn einer von uns stirbt, müssen wir zusammen wieder anfangen, ne? Hä? Was Sie sind gerade aufgestaubt. Echt? Ja. Sicher? Ja. Ach, wir sind aber zum Glück hier. Das Achtung, Granate! Granate! Achtung! Hilfe! Wir müssen hier raus. Was geht ab? Granate! Verdammt! Wir müssen... Scheiße. Wir sind verzweifelt. Ich gehe hier vor. Ich schmeiße eine Granate nach der nächsten. Ich mach das nicht. Und dann schon viele Gegner. Das Geschütz da vorne kann man nicht abzuschütten. Willst du ja beschützen, ne? Scheiße, ich stehe unter Beschuss. Ja, klar. Zeitkrieger? Wieder verrecht? Nein. Ich mach gerade die Taktik, ich gehe erstmal vor und wenn ich verletzt bin, gehe ich wieder zurück. Ich gehe vor. Jemand von der Seite. Ich muss sie jetzt mal retten. Wo sind sie? Da hinten. Genau muss ich sie retten. Sie dürfen nicht so oft verrecken. Das ist das Ziel des Spiels, dass man immer stirbt. Wie gesagt, da kam jemand von der Seite an. Hat mich vorher angeschossen. Granate! Granate! Scheiße. Mann, die müssen wieder benutzt werden. Sie verrecken immer. Ich bin kann man so oft verrecken? Mach Spaß, ist mein Hobby geworden. Mach auf. Oder ich mache. Gehackt. Oh oh. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Jetzt geht's erstmal richtig ab hier. Geh tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die KRs. Das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern aus. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik, ein Flüstern in deinem Ohr. Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge, alles wird gut. Was jetzt? Ja, doch. Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Was labert er? Okay. Ich mich gerade auf, was für ein Scheiß. Connecting? Scanning? Xavier Hürzel. Er hatte alles Nötige, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mistkerl. Was geht denn jetzt wieder? Schöne, verwirrende Story. Habe ich schon gehört.
dass das sehr verworren sein soll. Das wird mich noch weiter überraschen. Geistig verwirrend. Was geht denn jetzt wieder? Es wird wieder rumgewandert. Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DLI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Checke die Position an dein Hut. Na los, der fährt dir nach. Achtung, Feinde im Hirn. Vorsichtig Feuer. Ich verstehe, wieso Taylor dich mag. Ich sehe ihn noch. Unser Junge hackt die Talents der ZSK. Was sagt ihr das? Er hat Panik. Wollt ihr mich verarschen? Er sitzt nicht an einem Computer. Er kann sie nur kontrollieren, wenn er auch ein DMI hat. Du bist schlau für einen Neuling, das gebe ich zu. Der Mistkerl bewegt sich noch. Du bist dran, wenn wir ihn verlieren. Wo ist sie denn? Sie müssen immer hochklettern. Die schweigt schon ab. Ah, da ist sie. Ich hab sie gesichtet. Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Alter, ich wurde von. Wie seid ihr? Überall Zivilisten. Okay, aktiviere eine neue Cyberfähigkeit. Systemlenkung. Hä? Oh, die kommen wieder. Sehe ich. So weit von vorne sind die gerade noch. Denk an deine Cyberfähigkeiten. Nutze Systemlähmung, um die Talents außer Gefecht zu setzen. Cyberfähigkeiten. Systemlähmung. Und schau, die zerstörten aber schnell. Oh mein Gott, das ist auch ballern. Pass auf die Vorsprünge auf. In der Realität hast du nicht so viel Glück. Was war? Doch, wir haben den verloren, oder? War mit zu langsam? Nee. Nein. Oh, Scheiße! Scheiße! Schnapp ihn dir, Neuling! Ja. Schnapp ihn dir, Neuling, sagt er einfach. Das ist deine Chance, schalte ihn aus! Ich stecke in Luft! Ich hab ihn, da hab ich ihn. Ich stecke in Luft! Ich stecke in Luft! Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Der Muffsack. Bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI.
Unter Schichten und Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Außerdem ist er ein Terrorist. Connected. Scanning. Scan, guck mal, es tut bestimmt weh. Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo du bist. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis: Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren.